Hallo zum Sportmagazin am Montag mit dem ersten Blog aus dem Studio und danach gibt's Basketball. Die Tigers Tübingen trafen in der zweiten Bundesliga am Sonntagabend auf die Eisbären Bremerhaven. Los geht's mit Handball vom Sonntagabend. Da waren die beiden Teams des HBW Balingen-Wallstätten im Einsatz. Nach 3 Wochen Pause traf das Erstligateam der Gallier von der Alb auf den großen THW Kiel. Der Rekordmeister hatte am Ende vor gut 1400 Zuschauern mit 31:25 die Nase vorn. Der personell geschwächte HBW hielt gegen den haushohen Favoriten prima dagegen und hatte in Lipowina mit 7 und Notdorf mit 5 Toren seine besten Werfer. Mit 9:33 Punkten bleiben die Balinger auf dem vorletzten Tabellenplatz. Weiter geht's am Sonntag bei der SG Flensburg-Handewitt. Mehr zum HBW, unter anderem weitere Personalentscheidungen, folgt dann noch in dieser Woche. Die zweite des HBW feierte in der dritten Liga einen 34:31 Sieg beim TSV Neuhausen-Filder und steht nun wieder auf Platz 6. Elias Huber war mit 8 Toren der beste Werfer. Fuos, Munzinger und Wente trafen jeweils 6-mal. Wir waren von Anfang an vorne und hinten einfach da. Ich bin stolz auf die Jungs, freute sich Trainer Thiemann. Mit einem Sieg am Sonntag im letzten Spiel der Hauptrunde gegen Meister Konstanz haben die Junggallier es selbst in der Hand, die Abstiegsrunde, die ab Rang 7 beginnt, zu vermeiden. Wir können zu Hause selbst alles klar machen, so Thiemann. Alles klar in Sachen Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga hat bereits der VfL Pfullingen gemacht. Der VfL feierte einen 33:19 Kantersieg beim TSV Blaustein und steht als Zweiter fest, da der TuS Fürstenfeldbruck in Konstanz verloren hat. Keeper Simon Tölke zeigte eine bärenstarke Partie und hielt über 50% der Würfe. Rix und Schmid waren die besten Schützen. Das war natürlich überragend, das gilt auch für die Abwehr. Insgesamt mit dem Angriffsspiel bin ich allerdings nicht ganz zufrieden, so Trainer Brack. Am Samstag steht noch das Heimspiel gegen den TV Willstedt an. Wir wollen mit einem positiven Gefühl in die Aufstiegsrunde gehen und den Teams aus Balingen und Kornwestheim Schützenhilfe leisten, so Brack. Die Aufstiegsrunde beginnt dann am 26. März. Unser drittes Drittligateam, die zweite Mannschaft der TuS Metzingen, zog gegen Steißlingen mit 27:37 den kürzeren. Tröster und Gaukisch trafen jeweils 5-mal. Die TuS bleibt mit 3 Punkten Schlusslicht. Am Samstag geht es zum Tabellendritten, zum TSV Haunstetten. Der gewann am Sonntag deutlich gegen Steißlingen. Die deutsche Damennationalmannschaft mit der Metzingerin Lena Degenhardt hat beide EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande verloren. In Krefeld mit 25:31 und das Rückspiel dann denkbar knapp mit 29:30 in Rotterdam. Degenhardt blieb ohne Tor. Die TuS, bei der Marin Weigel ihren Vertrag um 2 weitere Jahre verlängert hat, spielt dann wieder am Samstag in Neckarsulm. Zum Fußball. Mit 2 späten Toren drehte die TSG Balingen die Partie in der Regionalliga Südwest gegen die SG Sonnenhof Groß-Aspach und feierte einen 3:2-Sieg. Vor über 1000 Zuschauern konnte Jonas Meiser gegen seinen Ex-Club die frühe Gästeführung kurz nach der Pause ausgleichen. Der Ex-Löwe Sascha Mölders brachte die SG dann erneut in Front, doch Leander Vorratzer hatte die Antwort. In der 4. Minute der Nachspielzeit gelang Kapitän Matthias Schmitz der Siegtreffer. Mit jetzt 34 Punkten klettert die TSG auf Rang 9. Am Freitag geht's zum VfB Stuttgart 2. Auch Oberligist SSV Reutlingen gelang in der 4. Minute der Nachspielzeit noch ein Tor. Luca Wörle verwandelte da einen Strafstoß zum 2:2 Endstand beim FC Astoria Waldorf 2. SSV-Keeper Piu parierte in Minute 40 einen Elfmeter. Djamanovic brachte den SSV nach der Pause in Führung. Doch 10 Minuten später drehte Fordyce Lüfka zunächst die Partie. Kurz vor Schluss flog dann Mohr mit Gelbrot vom Platz, doch dann schlug Wörle in Unterzahl vom Punkt zu. Der SSV, bei dem Schiffel verlängert hat, hat jetzt 30 Punkte und empfängt am Mittwoch den SV Oberachern. Der hat einen Zähler weniger. Volleyball-Drittligist TV Rottenburg steht im Halbfinale des Verbandspokals und trifft auf die TSG Tübingen. Der TVR setzte sich nach 5 Sätzen beim MTV Ludwigsburg durch. Beide Teams liefern sich ja in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga ein Fernduell. Da geht es für die Rottenburger am Samstag bei der TG Rüsselsheim 2 weiter.
Zum Schluss noch eine Erfolgsmeldung von den Paralympics. Die erst 15-jährige sehbehinderte Lynn Katzmeier von der SZ Römerstein hat damit Guide Florian Baumann sensationell zweimal Silber gewonnen. Zunächst im Biathlon Sprint und dann im Langlauf über die 15 Kilometer. Damit ist sie die jüngste deutsche Medaillengewinnerin bei Winterspielen. Glückwunsch von uns, jetzt gibt's Basketball, das war's von hier, schönen Abend, tschüss. Und dann mal wieder rein in die Paul-Horn-Arena. Am Freitag besiegten die Tigers ja die Falcons aus Nürnberg nach einem 4-Punkte-Rückstand 5 Sekunden vor Schluss mit 84-83. Wir haben ja am Samstag ausführlich berichtet. Zwei Tage später ging es also gegen die Eisbären Bremerhaven mit dem Ex-Tübinger Robert Oehle. 13 Siege und 12 Niederlagen, so die Bilanz der Jungs von der Nordseeküste. Die Gäste werden ja seit der Entlassung von Coach Michael May vom bisherigen Co-Trainer Alan Ray Smith trainiert. Die Tigers haben bereits 30 Punkte auf ihrem Konto und konnten wieder auf Matteo Seric zurückgreifen. Seric fehlte ja gegen Nürnberg aufgrund einer starken Erkältung, nun ist er also wieder mit dabei. Im Hinspiel setzte es ja für die Raubkatzen eine 81-100 Niederlage. Es war die höchste bislang in dieser Runde. Da ist also auch noch eine Rechnung offen. Beim Sieg gegen die Franken war Ryan Mixell mit 26 Punkten der beste Werfer. Der US-Boy versenkte dabei 17 von 18 Freiwürfen und behielt vor allem in der Endphase die Nerven von der Linie. Bei den Eisbären erzielte Carrington Love beim 110-72 Kantersieg am Freitag beim Team Urspringen Ehingen 30 Punkte. Überhaupt stellen die Gäste, obwohl nicht in den Playoff-Rängen platziert, punktemäßig die beste Offensive der Liga. Aber die Tigers sind ja gut drauf. Das Trainerteam Danny Jansson und Husbo Dasuki konnte bis auf den langzeitverletzten Jekaps Beck personell aus dem Vollen schöpfen und peilt den dritten Heimsieg in Folge an. Es ist das zweite von insgesamt 7 Heimspielen im März und noch der Hinweis, die Spiele der Pro A werden live auf Sportdeutschland TV übertragen. Wir dürfen Ihnen eine 3-minütige Zusammenfassung zeigen. Ja, und wie schon am Freitag kamen rund 800 Zuschauer, rund 20 davon reisten da aus Nürnberg an und jetzt waren 2 Eisbären aus Bremerhaven mit dabei. Auch vor dieser Partie wurde die Solidarität mit der Ukraine bekundet. Ein Dankeschön. So, los geht's. Die Tigers erzielten die ersten beiden Punkte. Daniel Keppeler auf Atu Kivimäki. Dieser Sieg gegen Nürnberg in letzter Sekunde war natürlich außergewöhnlich. In der Entstehung sorgt aber natürlich für gute Laune und eine breite Brust. Die Gastgeber mit starkem Beginn, Ryan Mixell. Die Jungs aus Bremerhaven sind im Süden geblieben und das ist ihr bester Schütze in dieser Saison, Kevin Jebo, über 18 Punkte im Schnitt, 17 waren es in Ehingen. Auch Timo Landmüller trifft von der 3-Punkt-Linie, 14-5 lag man nun bereits vorne. Landmüller zu Keppeler, es läuft. Die Tigers mit Seric, Gianni Otto, dann Erol Ersig, der steht völlig blank und rein damit. Joannik Grüttner-Bakul nach Zuspiel von Ishaya Crawley, aber die Gäste waren nun auf Augenhöhe und so stand es nach 10 Minuten 19 beide. Dann lief Crawley richtig heiß, innerhalb weniger Minuten markierte er 8 Punkte, 18 waren es ja insgesamt am Freitag, die letzten beiden sorgten dafür den Sieg. Der US-Amerikaner nach langer Verletzung wieder in toller Form. Auch gegen Nürnberg lag man ja deutlich vorne und es wurde nochmal richtig eng. Nach einer Viertelstunde lagen die Hausherren mit 10 vorne, Ryan Mixell. Der Ball lief phasenweise richtig gut. Keppeler vollendet die Staffette. Zur Pause stand es 42-31, die Tigers auf Kurs, kurze Pause. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de.
Weiter geht's im Duell der beiden ehemaligen Erstligisten. Und nun kam doch wieder Sand ins Getriebe der Raubkatzen. Die Eisbären robbten sich gefährlich nahe ran, Armani Moore. Auszeit Tübingen, und da ließ Danny Jansson aber mal ordentlich Dampf ab. Auf 3 Punkte kamen Kevin Jebo und Co. ran. Danach lief es aber wieder besser, vor allem Keppeler und Mike Sell trafen regelmäßig. Und dann Matteo Seric nach Pass von Erol Ersek. Das ging ganz fix, Kivimäki zu Mike Sell, aber noch waren die Gäste in Schlagdistanz, 66:59 der Stand vor dem Schlussviertel. Die Tigers funktionieren wieder mal als Team, und wenn es sein muss, wurden die Punkte auch mal förmlich reingearbeitet, so wie hier von Crawley, der sich super unterm Korb durchsetzt. Oder von Landsmann Mike Sell, der selbst nachsetzt und mit dem Rücken zum Korb mit feinem Händchen die Kugel durch die Reuse tippt. Nur von der Dreierlinie wollte es nicht so recht klappen, dann trifft aber Timo Lahnmüller aus der Distanz. In den letzten 5 Minuten spielten die Tigers das Ganze ziemlich unaufgeregt runter. Schöne Bewegung von Kepperler, der zeigte eine starke Partie. Die Fans in Feierlaune, die Tigers Tübingen schlagen am Ende die Eisbären Bremerhaven souverän mit 87:74 und feierten damit den 3. Sieg in Folge und den 16. insgesamt. Keppeler mit 22 und Mike Sell mit 20 Punkten waren die besten Tübinger Werfer. Bremerhavens Kevin Jebo kam auch auf 20 Zähler und Roland Steck hat die Stimmen. Was aufgefallen ist, 28 Assists. Selten, oder? Auf jeden Fall. Also das ist eine unglaubliche Nummer. Und das zeigt einfach, dass wir das Team gespielt haben, dass wir sie attackiert haben, den Extrapass gegeben haben und auch deutlich mehr Zweier geworfen haben. Also wir sind reingegangen, haben die Großen gefüttert und das hat uns auch sehr geholfen dann im Endeffekt. Es ging leichter als gegen Nürnberg, obwohl ich dachte, dass die Bremerhaven, und das hat man auch gesehen, echt individuelle Qualität haben. Das auf jeden Fall. Also da sind die Teams auf jeden Fall ähnlich, dass beide eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität haben. Aber diesmal haben wir es halt einfach geschafft, es doch noch in Zaun zu halten und unsere One-on-One-Battles einfach zu gewinnen. Und das hat uns halt dann den Sieg beschert auch. Wie macht ihr es, dass ihr innerhalb von 2-3 Tagen so fit seid? Ich dachte, es gibt ein viel schlechteres Spiel und ihr seid viel müder. Ich meine, die anderen haben auch am Freitag gespielt, aber trotzdem. Also ich glaube, das liegt auf jeden Fall auch daran, dass wir so viele Spiele haben. Und wir haben gestern auch eher leicht trainiert und gut geschlafen natürlich. Und so schaffen wir es dann einfach, die Energie hochzuhalten. Wir haben Till, unseren Energizer, der uns immer pusht und so weiter, lässt uns gar nicht zu, dass wir irgendwie mal langsamer machen. Also das hat. Ein Wort noch zu deiner österreichischen Länderspielreise. Wie war es, mal wieder zu Hause zu sein? Also zu Hause war ich ja nicht so lange, nur ein paar Tage, da wir in Zypern und in der Schweiz gespielt haben. 1 verloren, 1 gewonnen, hätte besser laufen können, aber war auf jeden Fall schön, wieder im Nationalteam zu spielen. Aber als Österreicher darf man eigentlich im Basketball gegen die Schweiz nicht verlieren, höchstens im Skifahren. Ey, das passiert halt manchmal leider, aber kann man nichts machen. Weiterspielen einfach. So, jetzt kommt Mittwoch, Samstag. Wie sieht die nächste Woche aus? Natürlich kann man dann, wenn man wieder 2 Spiele hat, nicht wirklich viel trainieren oder hart trainieren. Und man schaut einfach, dass man sich so gut wie möglich auf den nächsten Gegner vorbereitet. Das Spiel ist jetzt abgehackt und wir konzentrieren uns auf Itzehoe und regenerieren, so gut wie es halt geht in der kurzen Zeit. Und dann schauen wir, dass wir wieder fit sind für Mittwoch. Robert, du kannst noch lachen. Bist du wieder gerne in Tübingen oder nicht? Na, heute nicht. Heute nicht? Heute nicht. Was war das Problem? Ich habe das Gefühl, ihr habt so viel individuelle Qualität, aber mannschaftlich geht nicht alles top. Ja, wir haben das Potenzial, aber heute hat man es gesehen. Ich glaube, Tübingen, du hast, glaube ich, gesagt, 28 Assists, haben den Ball bewegt als Mannschaft und wir haben zu statisch gespielt, wieder viel auf 1-gegen-1-Situationen gegangen, die dann heute nicht gefallen sind und ja. Und persönlich natürlich, wenn so gepfiffen wird, dass jedes Trikot berühren ein Foul ist, muss man sich darauf einstellen. Ja, aber das ist schon, ich meine, wir kommen mit 3 Deutschen und klar muss man die Schiedsrichter nicht darauf sensibilisieren, aber der eine Schiedsrichter pfeift 3 Offensivfouls gegen mich, von denen vielleicht 1 kann man pfeifen, aber die anderen beiden sind so lächerlich. Deswegen, das hat uns dann schon gehandicapt, weil Kevin hatte 4 Fouls, ich hatte 4 Fouls, mussten dann Zone spielen im 3. Viertel.
Das ist natürlich, weil wenn einer oder wenn beide sich rausfallen, dann spielen wir hier 4-5 zu Ende. Ne? Und die Blöße will man sich auch nicht geben. Deswegen. Ansonsten, wie geht es in Bremerhaven? Wie geht es weiter mit dir mit Basketball? Wie lange will ich noch spielen, wenn ich fragen darf? Ich fühle mich noch fit. Privat fühlen wir uns gut in Bremerhaven. Sportlich ist dieses Jahr ein bisschen schwierig. Hinken wir, glaube ich, den Erwartungen ein bisschen hinterher. Aber 2-3 Jahre habe ich auf jeden Fall noch im Tank. Es war natürlich ein Krafttag nach dem Sieg vor 2 Tagen gegen Nürnberg, aber die Belastung ist derzeit für alle Mannschaften sehr hoch. Das gilt ebenso für Bremerhaven. Die Eisbären haben ja auch am Freitag gespielt. Wir waren heute etwas frischer und hatten mehr Wechselmöglichkeiten von der Bank. Das war heute ein entscheidender Faktor. Zwar hatten wir auch wieder ganz schwache 6,5 Minuten, aber das kann passieren. Bremerhaven hat eine gute Truppe mit großer individueller Qualität. Da ist es verständlich, dass über die gesamten 40 Minuten auch mal eine schlechte Phase da ist. Da haben wir den Rhythmus etwas verloren, doch in der Endphase hatten wir aber mehr Energie und so konnten wir dann die Partie am Ende für uns entscheiden. Insgesamt war die Abwehrarbeit okay, wir konnten nicht alles verhindern, aber wie schon gesagt, wir haben es gut gemacht. Jetzt gilt der Fokus bereits auf das Spiel am Mittwoch. Ja, weiter geht es für Keppeler und Kollegen bereits am Mittwoch. Dann ist nämlich Aufsteiger Itzehoe zu Gast. Die Eagles von Ex-Tigers-Headcoach Pat Elsey sind aktuell auf dem vorletzten Platz. Und am Samstag kommt dann mit Bochum der nächste Neuling in die Paul-Horn-Arena. Also volles Programm, kommen Sie auch gut in die Woche. Tschüss aus Tübingen.